Als vor mehr als 60 Jahren genau hinter mir das Institut für Physikalische Medizin und Balneologie der Universität Gießen gegründet wurde, hatten Patienten mit entzündlichen Muskelerkrankungen eine sehr schlechte Prognose. Das heißt, man konnte nicht wirklich viel für sie tun. Das hat sich grundsätzlich geändert und die heutige moderne Diagnostik und Therapie hat viele, viele Fortschritte gebracht. Trotzdem ist das Wissen darüber und die Kenntnis noch nicht so, dass es flächendeckend bekannt ist und angewendet werden kann. Und aus diesem Grund hat sich das Myositis-Netz, das letztes Jahr gegründet wurde, zusammengetan und beschlossen, das zu ändern. Deswegen gibt es hier und heute den ersten Intensivkurs, das gemeinsame Beisammensein von mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik, aus den verschiedensten Fächern, Rheumatologie, Kardiologie, Neurologie, Pathologie, die viele, viele Vorträge von renommierten Experten aus dem Gebiet der entzündlichen Muskelerkrankung, der Myositiden, hören und gemeinsam diskutieren und dann dieses Wissen auch für die Patienten gleich am nächsten Tag in die Bundesrepublik mitnehmen. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier an historischer Stelle an der Kerkhoff-Klinik, an dem alten Institutsplatz, das zum ersten Mal ausrichten dürfen. Und wir hoffen natürlich, dass dieses auch weitergeht. Das wird wahrscheinlich der Fall sein, aber der Anfang ist jetzt einmal gesetzt. Und das ist nur möglich, weil die Kolbnitschke-Stiftung, die hier in Hessen beheimatet ist und die sich zum Ziel gesetzt hat, Patienten mit entzündlichen Muskelerkrankungen zu unterstützen, hier auch eine entsprechende Förderung zugegeben hat. Tja, das passiert hier gerade heute. Ich gehe jetzt gleich rein zu den nächsten Vorträgen. Sie können das Ganze aber auch bei den anderen Kollegen, die Beiträge hier mitgeben, hören, was deren Meinung dazu ist. Vielen Dank und tschüss.